Moin, vierter Tag schon, oder? Ich kann schon nicht mehr zählen, ist ja auch egal. Letzter Tag auf jeden Fall. Heute ist das Finale geplant. Wir haben ja gestern bis spät abends wieder geschraubt, dass alles fertig war. Sind dann noch rausgefahren. Wir haben noch Einstellung Probefahrten gemacht soweit. Es funktioniert alles, es läuft alles so, wie es soll soweit. Jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt wollen wir mal wissen, was da wirklich drückt und läuft. Jetzt sind wir auf dem Prüfstand. Ich muss jetzt eben noch den letzten Gurt eben zuhören. Auto haben wir schon warm laufen lassen soweit, beziehungsweise sind wir eben ein bisschen gefahren. Ganz so kalt ist er noch gar nicht. Ich gurt mal fest, dann wollen wir gleich mal gucken, was er wirklich drückt jetzt. Das ist geil, ey. Dieses Atmen vom Kompressor, ne? Also das ist ein Auto, das atmet wirklich. Also das wird man bestimmt auch im Video ziemlich geil gleich hören können. Gerade wenn man so mal ein bisschen mit dem Gas spielt, ist schon extrem witzig. Wahnsinn, ne? Schön krass. Also ich zeige euch das gleich nochmal speziell. Wir fahren jetzt gleich mal Messung und dann versuchen wir mal einfach nur eben, wenn man so mit dem Gas spielt, eine Tonaufnahme. Das ist, da ja, man wird es glaube ich auch so hören. Ja, man braucht da nicht mal mehr eine Haube für aufmachen, das ist unnormal. Ja, ich habe den ja gestern Abend, nachdem wir hier bis dunkel war, geschraubt haben, habe ich den mitgenommen und mal so abends so ein bisschen mich angetastet, aber so auf Herz und Nieren getestet. Und irgendwann fiel mir einfach nur ein Name für einen, das ist Darth Vader, kann man eigentlich so sagen. Das ist das Atmen von dem. Klar kennt ihr das. Genau so klingt dieses Auto, ne? Wenn man quasi vom Gas runtergeht, dann macht der vorne einfach nur so. Geil. Krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, was da für eine Zahl nachher steht. 630 sollen es sein. Bin mal echt. Wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Ausgekuppelt, aber es ist noch ein bisschen Luft. Ja, also beim M3 ist es immer mit dem Getriebe, gerade auf dem Prüfstand mit dem, wenn man wirklich fünften Gang bis Ende fährt und dann auskuppeln will, dann lässt er eigentlich gerne auskuppeln. Das ist dann so ein bisschen, und der Prüfstand merkt sich das, dass dann quasi das Lastverhältnis anders ist und schlägt dann hinten so eine Kurve. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen eher ausgekuppelt, haben aber trotzdem jetzt eine Leistung von 612 PS. Und 578,99 Newtonmeter Drehmoment. Das ist Wahnsinn. Also es sind nicht die 630, aber der Wagen hat ja auch eigentlich Serie angegeben 420 PS, hat aber nur 391. Wir fahren gleich nochmal eine Messung für euch. Vielleicht, wenn wir noch die letzten paar Umdrehungen das mit dem Auskuppeln 100 pro hinkriegen, dann haben wir da vielleicht auch 620 oder 25, aber... Alter, ganz ehrlich, scheiß mal auf 10, 18 PS bei der Leistung. Das ist eine Streuung einfach. Das ist Wahnsinn. Wir haben hier über 230 PS mehr. Oder bin ich gerade doof? 220. Ja, 220 PS on top. Und Drehmoment sind auch nochmal fast 200 Newton.
Also 190 Newtonmeter Drehmoment mehr ist abartig. Kein Wunder, dass ich mit einem Grinsen ins Bett gegangen bin. Als ich gestern das erste Mal wirklich richtig draufgetreten habe, da habe ich, glaube ich, ein bisschen jubeln, habe ich da gehört, aus mir selber. Also das war wirklich so ein Alter, wie geil ist das? Boah, ihr habt ja das Tacho gesehen. Wenn er auf einmal so kommt, so bei 3.000 bis 4.000 Umdrehungen, wo der Kompressor so richtig einsetzt, da geht es ja einfach nur noch voran. Das ist schon eine Höllenmaschine auf der Straße, das Ganze. Wir werden jetzt gleich nochmal eben eine Messung gucken. Ein paar Sekunden später. Ja, wir haben jetzt nochmal eine zweite Vergleichsmessung gefahren. Du hast eben schon erklärt, wir haben hier ein bisschen früher ausgekuppelt bei 7.800 Touren. Ich konnte jetzt knapp nach 8.000 Touren auskuppeln in Ruhe. Wir hatten eben die 612 PS, wir haben jetzt 614 PS in der Vergleichsmessung. Und statt 578, 581 Newton. Kurz gesagt, 220 PS und 200 Newtonmeter mehr. Dank des großen Kompressor-Kits von G-Power. Ja, schon krass. Das ist enorm. Vor allem, wir haben ja einen Tacho eben gezeigt, wo es so sieht man auch hier, da so ein bisschen kommt und wo 3,5, 4 kommt der Kompressor und dann geht die Drehzahl, die macht einfach nur so. Ich weiß gar nicht, wofür der Zeiger ist, der kommt glaube ich gar nicht nach. Ich glaube, der schafft es nicht mehr. Hier ist so langsam steigend und dann geht es so. Ja, wir haben eben den Tacho gefilmt, Alter, was der Drehzahl vorangeht, ist unnormal. Ab 4000 macht die nur noch. Das ist krass. Geiler Scheiß. Komm, fahren. Oh, immer wieder schön, so eine V8, ne? Hat immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Danke. Tschüss, ihr beiden. Schönes Wochenende. Winke, winke. Jetzt macht's Spaß. Einmal voll machen, bitte. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wo? Im M3. Mit Angst. Ich bin Beifahrer, das bin ich sonst nicht. Ich bin ein sehr schlechter Beifahrer. Kurve! Ich habe schon Angst, Pipi in meiner Hose. Aber gut, Marcel ist in M3 noch gar nicht gefahren, jetzt nach dem Kompressorumbau. Langsam ran, das ist ein ganz anderes Auto geworden als vorher. Vorher war es so eine lahme Ziege, jetzt ist es echt so ein richtig fieser Bock eigentlich. So hördern. Ja. Also bis 3000 Touren kannst du recht human fahren. Ja, ab 3, ich glaube bei 3,5 ungefähr packt auch erst die Fliehkraftkupplung, jedenfalls spürbar so. Und ab da fängt er auch so an zu atmen mit diesem Darth Vader-artigen Geröchel da vorne. Das ist schon verrückt. Das ist übrigens das Einzige, was mich stört an dem Auto. Das Darth Vader? Das Röcheln. Das finde ich geil. Findest du? Voll. Hört man das? Ist ja auch die ganze. Fahr mal, halt mal das Gaspedal, halt mal die Geschwindigkeit. Das ist immer da. Ja. Ja, gut, das ist halt Geschmackssache. Ja. Mein Fall wäre es nicht. Ich mag das, wenn Autos Geräusche machen. Das ist bei der Corvette jetzt auch. Dichtung, ne? Du kommst halt zu mir, wenn du wirklich schon sagst, mein Eisenbahngeräusch, der quietscht. Ja, Alter, das ist dann sowas wie, keine Ahnung, das Gebläse, was dann Geräusche macht. Von außen alles cool. Aber die Corvette hört sich jetzt geil an. Mit der Dichtung da raus. Ja. Boah. Ja. Ab 3000 Touren. Das ist krass. Das ist wirklich geil.
Spaß haben mit dem. Ja. Ich denke, das war auch, weil er hinten wirklich auf Rennstrecke Sturz, ne? Bestimmt ist vom Sturz her. Deswegen ist er auch relativ unruhig hinten, gerade beim geradeausfahren und Stopp. Gut, dann kriechen wir einfach mal. Der muss ja auch im Langsamfahren, muss ja auch schon geil sein. Mega. Gerade jetzt so bei knapp 15 km/h. Ich guck mal hier ein Boot auf der Autobahn. Auf Rollen. Mit dem Motor ist von Tohatsu. Tohatsu, Vostrok. Mischung aus Daihatsu und Toyota? Tohatsu. Ja, gut. Wenn es gleich noch ein bisschen wieder freier werden sollte, geben wir da Gas. Wir hatten mal überlegt, ob wir so Frage-Antwort-Spiel machen. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach mal hier drunter, was euch so beschäftigt, was ihr Dorian mal gerne fragen möchtet, was ihr mich also ganz gerne fragen möchtet. Thema Autos und genau. Umbauen und sowas. Also nicht, was meine Lieblingsfarbe ist. Nee? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Echt nicht? Nein. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, klar. Wenn ihr was deine Lieblingsfarbe ist, dann schreibt einfach drunter. Meine kriegt ihr nicht raus, weil ich weiß es selber nicht. Regenbogen. Wenn ihr meine Lieblingsfarbe wisst, dann schreibt es auch drunter. Ansonsten ja. könnt ihr uns gerne mal mit Fragen belästigen, die ihr schon immer mal stellen wolltet. Ja. Ne? Auf Auto bezogen oder auf was wir so bei BWM sonst so machen, wenn wir nicht die Kamera am haben oder was wir nach Feierabend so machen zusammen. Ob wir uns überhaupt gut verstehen. No way. Was? Ja, sowas. Wir versuchen natürlich immer Kommentare zu lesen, aber es sind in letzter Zeit so viele Kommentare geworden. Ja, ist alles gebündelt auf einen, wäre leichter. Ja. Deswegen die Idee. Das kriegt ihr schon hin. Ein Ende und es ist Freitag. Es geht aufs Wochenende drauf zu. Dorian hat gerade noch das Kühlwasser nachgeguckt. Das ist auch schick schön. Der Umbau dauert auch mal eben so eine Woche. Das ist nicht ganz ohne und der hat auch noch kein Ende. Das wird noch erweitert. Da kommt Marcel aber gleich zu. Zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Es war eine sehr harte und lange Woche, aber dafür haben wir das, glaube ich, das Ergebnis auch ist einfach geil. Sehr, weil sehr geil. Das Ding läuft auf Anhieb. Ohne Probleme, ich habe den wirklich nachts getestet. Ich bin mal gespannt, wie viele Fotos kommen. Das Ding funktioniert richtig gut, schiebt richtig geil, so wirklich so ab 3, 4, da geht's los. Dann fängt der Kompressor, also die Fliehkraftkupplung, setzt dann ein. Und dann merkt man richtig, je höher die Drehzahl, desto mehr Luftmenge wird da wirklich reingepumpt. Und das ist wirklich, als ob der kein Ende kennt. Also, es ist wirklich, wirklich geil. Richtig geil. Ja, leistungsmäßig wollten wir 630 erreichen. Das war so das angegebene
die angegebene Leistung von G-Power. Da das Schätzchen aber keine 420 Serie hatte, sondern nur 390 oder 391, was ja schon gut ist für ein M3, weil die meisten ja immer, ne, streuen ein bisschen nach unten. Wir sind jetzt bei 613 oder 614 PS. Also grundsätzlich so, es waren knapp, was waren das, 220 PS und 200 Newton. Und 200 Newtonmeter mehr als Serie. Also das Ding schiebt wie Sau. Wir haben auch noch Videos, wie wir da mal so eine kleine Runde fahren. Das muss man sich mal überlegen. Das ist, ne, wenn der 391 PS Serie hat und der hat jetzt nochmal 220 on top. Rechne, das ist nochmal die Hälfte von dem, was er Serie hat, obendrauf. Ein bisschen mehr sogar noch. Das ist, muss man sich mal überlegen, ne? Und der Motor schafft das, ne? Und das Getriebe schafft das. Und da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und eine große Bremse haben wir auch drauf gebaut, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und Fahrwerk ist auch drin, da ist sogar ein Spoiler hinten drauf, da ist sogar ein Täfig drin mit Sitzen und Gurten und das ist alles. Also Safety das Gesamtpaket first. Ist einfach jetzt richtig geil. Was jetzt noch als nächstes kommt zum Fahrzeug, was wir noch weiterbauen, wie Marcel eben schon mal vorweg sagt, da haben wir noch gar nicht gefilmt. Dieses System ist modular. Oh, ihr habt da ein Telefon mitgebracht. Geld, der muss ja rollen, ne? Ja. Dieses System ist modular. Ihr kauft das Grundkompressor-Kit halt. Das fängt euch 530 ist das kleinste. Ja, aber 500 ist das kleinste. Das liegt ja so bei knapp 7000. Und dann fängst du im Step by Step an. Da sind wir jetzt angekommen bei 630 PS. Mit den Carbon-Ads und allem drum und dran bist du so bei etwas über 10. Ja, und was wir jetzt als nächstes noch machen, Kühlerpaket, weil was man bei der Leistung merkt, Öltemperatur etc. schnellt ganz gut in die Höhe. Deswegen wird das Fahrzeug im Laufe der nächsten 4 Wochen nochmal hier zu uns kommen und dann werden wir das Kühlerpaket verbauen, wofür wir auch ein Video machen. Dauert ein bisschen, weil der Kunde möchte das Auto zwischendurch wieder haben. Das Auto kommt nämlich aus Berlin. Es wird morgen wieder abgeholt von der Spedition, geht dann nach Berlin und wird die Tage dann wieder irgendwann mal hier hinkommen und dann werden wir ja das Kühlerpaket machen. Ja. Kühlerpaket besteht aus Ölkühler und aus einem größeren Lüfter und einem größeren Hauptkühler. Der Wagen wird jetzt erst 3 Tage auf einer Rennstrecke gefahren, einmal Lausitzring, 2 Tage Bilsterberg. Und dann schauen wir mal, was das Schönes kann, ne? Temperaturbeständig etc. Aber der Kunde sagt schon, er will es haben, also ne, wir werden es reinbauen, denke ich. Doch. Wie gesagt, das Kit fängt grob bei 10 an, das kleinste. Montage muss man da irgendwo so zwischen, ja, ab Kit fängt das ab 1500 Euro ungefähr an. So wie bei dem Kit mit dem großen Kühler etc. sind wir allein bei Montage bei knapp über 2000 Euro. Denkt der eine, boah, ist vielleicht viel, ist aber auch weit über eine Woche Arbeit. Wir haben jetzt allein schon eine Woche reingesteckt und sind ja noch gar nicht am Ende. Bremse, wie gesagt, ist auch drauf. Bremse, glaube ich, sind wir bei knapp 4000 Euro bei der ganz großen. Ne? Mit den beiden Bremsbelägen sind wir bei 5. Ja, 380, stimmt. Wir haben 35. nämlich Rennbeläge drauf gemacht. Das habe ich gar nicht erzählt, als wir die Bremse montiert haben. Wir haben die normalen Beläge, die reichen auch, aber das Auto wird wirklich nur auf dem Track benutzt. Und da machen dann die Rennbeläge Sinn. Würde er gemischt fahren, würden die normalen Performance-Beläge reichen. Aber deswegen haben wir jetzt die Rennbeläge reingepackt. Die haben einen höheren Sintermetallanteil. Deswegen können die auch mehr Temperatur, bla bla bla. Die neigen aber dadurch auch zum Quietschen. Deswegen nur Rennstrecke. Aber das kleine Kit nochmal zur Korrektur kostet 7000 Euro Startpreis. Ja. Aber das, was jetzt hier so ist, sagen wir grob zusammengefasst, sind wir hier so bei knapp 20.000 Euro mit Montage, mit Belägen, mit dicker Bremse und allem drum und dran. Muss man schon rechnen. Und dafür hast du auch 220 PS mehr, ne? Ja. Halt und mal. Einfach, und jetzt sagen wir auch, wenn man mal die Motor aufmacht, ich meine, da kriegt man einfach nur ein Grinsen im Gesicht, oder? Ich meine, das sind diese riesigen Rohre aus dem Ladenluftkühler, dann diese riesige orangene Schildkröte, der Ansaugtrichter da. Und dass das funktioniert, erzählen wir auch nicht von irgendwo. Ist ja nicht der erste, den wir umbauen. Wir haben da schon einen Kunden, ich weiß nicht, der Felleg heißt da. Zum Beispiel einem Z4, der fährt jetzt, glaube ich, schon über 3 Jahre damit rum und das Ding rennt und rennt. Ja, viele sagen immer so, ne, Kompressoren, so viel Leistung, mehr hält das alles. Es hält wirklich, wenn man es vernünftig betreibt, warm fährt, kalt fährt, Service einhält. G-Power-Stützpunkt. G-Power-Stützpunkt, genau. Nein, warum bauen wir das halt um? Warum G-Power? Wo bedienen wir uns da? Klar, es ist ein Zulieferer, aber wir sind auch ein Stützpunkt von G-Power. Wenn ihr aus der Nähe kommt, irgendwo hier NRW oder aus dem hohen Norden, je nachdem, wo ihr, wie weit ihr entfernt seid und habt bei G-Power eine Anfrage, werden die euch auch gerne zu uns schicken einfach. Ja, Sound und sowas, alles schon gehört. Hört sich an wie Darth Vader. Ja, ich wüsste nicht, hätten wir so drunter gebaut. Ich taufe nicht auf den Namen Darth Vader. So, reicht jetzt auch mit dem dummen Geschwatz hier. Feierabend, Wochenende. Ja, dann hoch die Hände, Wochenende. Ciao.